Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Wir müssen zum Ginsobaum, denn wir haben diese, was war das nochmal, Energiezelle gefunden. Nämlich der Gumo hatte die ja geklaut und wir können jetzt theoretisch nach hier oben wieder den Weg zurückgehen. Aber ich möchte versuchen, hier irgendwie vielleicht hinzukommen und vielleicht hier oben das zu holen. Also möchte versuchen, kurz ein paar Sachen unterwegs noch einzusammeln. Und übrigens, ich habe auf Steam einen Erfolg gesehen, der ist, dass man einen Doppelsprung fünfmal hintereinander ausführt, ohne dass man den Boden berührt. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll, immer zwischen den Wänden hin und her, aber es müsste gehen. Und übrigens, das funktioniert anscheinend so nicht, muss ich nochmal nachgucken. Übrigens, im letzten Part ist mir irgendwie so aufgefallen, irgendwas hat die gequietscht, also immer irgendwie so gepiept. Ich dachte, das wäre mein PC und jetzt habe ich mitbekommen, dass immer wenn ich die Leertaste drücke, dass immer dann dieses Quietschen kommt. Vielleicht sollte ich mal irgendwie die Leertaste auswechseln. Weil ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich glaube ja eigentlich nicht. Trotzdem ist das relativ nervig. Und so kommen wir auch jetzt auch an diesen Fähigkeitspunkt dran. Wir brauchen nur noch ein bisschen, dann können wir das nächste holen. Die nächste Fähigkeit. Ansonsten versuche ich jetzt, dort oben weiterzukommen. Ach verdammt. Das gibt's ja auch noch. Stimmt. Wieso muss es das auch noch geben? Jetzt muss ich hier erstmal wieder heil durchkommen. Am besten gleich mal hier oben speichern. Wir haben hier noch einen Punkt. So, und dann jetzt einfach nach oben. Ja, wir müssen einfach nur nach oben. Aber es wird, glaube ich, nicht so ganz einfach. Obwohl doch, das geht. Das geht klar und so kommen wir da drüben auch ran? Okay, was ist das denn? Das müsste aber so ganz einfach. Das ist ein Gegner. Schnell noch töten, hatten wir das. Dann haben wir das hier drüben auch. Da kommen wir natürlich wieder zurück zum Kartenstein, wo wir schon mal waren. Und irgendwie müssen wir jetzt hier heile durchkommen. Das wäre sehr, sehr knapp fast geworden. Oder eher gesagt, es war sehr knapp. Schaffen wir das da nach drüben? Ja, das schaffen wir sogar auch. Also wir können jetzt mit dem Doppelsprung sehr viel holen. Das ist auch ein sehr wichtiges Element in dem Spiel. Weil mit dem normalen Sprung kann man fast gar nichts machen. Ja, und jetzt einfach zurückgehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück. Obwohl ich... Hä, was ist denn jetzt los? Okay, ich konnte mich eben nicht bewegen. Oder wir gehen... Nee, wir gehen einfach den Weg zurück. Ich glaube, das ist am sichersten. Ansonsten könnte ich gleich nochmal auf Gefahr laufen, dass ich da nochmal ein paar Mal sterbe. Ihr Viecher seid immer noch total bescheuert. Ich mag euch immer noch nicht. So, müssen wir hier lang? Gibt's da drüben? Wir können mal nach da drüben. Insofern, ja, da kommen wir hin. Achso, hier gibt's nur... Naja, ja, warte mal, kommen wir da... Nee, da unten werden wir doch wohl noch nicht hinkommen. Werden wir da unten schon hinkommen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, dazu brauchen wir... Ja, dazu brauchen wir eine Fähigkeit, die wir erst später bekommen. Ich kann mich daran noch ein bisschen erinnern. An die ganzen Fähigkeiten, die es gab in dem Spiel. Wir könnten theoretisch einen Fähigkeitenpunkt verwenden. Aber möchte ich das gerade? Eigentlich nicht. Ist denn hier oben irgendwas? Nein, da oben ist nichts. Du kannst ja mal versuchen, ob da oben was ist. Jetzt nicht von diesen Viechern sterben lassen. Wir müssen doch aber... Ne, wir kommen nicht nach da oben. Ne, es ist blöd. So, euch möchte ich eigentlich gerne in Ruhe lassen. Aber wenn ihr nicht sterben, also wenn ihr nicht weggehen wollt, dann müsst ihr leider sterben. So einfach ist das. Das ist das neue Gesetz hier bei Ori. So, das hier nochmal einsammeln und wir müssen jetzt einfach bloß, warte mal, ach nee, stimmt, da war ja das. Ich vergaß, dass dort ein Balken war. Und ich weiß immer noch nicht, was das da oben für Lampen sind, oben rechts. Diese, da waren ja eben nochmal so eine Lampe. So, warte mal, wir können das eigentlich so machen. Und so. Tödliche Detonation. Also wir müssen bestimmt damit Gegner einfach bloß töten. Kann ich mir so vorstellen, weil wir eben das bekommen haben. So, Wasserader einfügen. So hieß das. Ja, gehen wir in den Ginsobaum rein. Innen verfault. Der Ginsobaum. Das Wasser von Diebel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginsobaums finden. Können auch wieder verlassen. Möchte ich aber nicht. Wir müssen den Ginsobaum helfen. Oh nein, das kommt jetzt schon? Als ob das jetzt schon kommt.
Ach verdammt, ja, so ein Teleporter erinnert mich an Portal. Das wird auch noch bald als Display kommen, habe ich mir auch schon vorgenommen. Eventuell nach Ori. Während die beiden Portal-Teile kommen, habe ich mega Bock drauf. Aber diese Dinger werden noch sehr, sehr böse. Das müsste sogar hier sein. Ich nenne das jetzt mal Dungeon. Das ist ja praktisch eine Art Dungeon. Ach guck mal, ich habe da unten nur eine halbe Energiezelle. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Gibt es da drüben irgendwas? Da drüben gibt es ein bisschen... ein paar Splitter. Aber ansonsten mehr nicht. Nö, mehr gibt es natürlich nicht. Ich wollte hier schon speichern, weil jetzt müsste das eigentlich kommen. Was nehmen wir denn? Ermöglicht Ori den Sprinter in der Luft zu benutzen, aber wir brauchen da schon zwei für. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Zwei Ziele auf einmal treffen. Ich mache das mal und danach das. Dann brauchen wir sowieso immer zwei Fähigkeitspunkte. Okay, das können wir glaube ich nicht besiegen. Das ist irgendwas, was sehr, ja, sehr standfest ist. Hier kann man halt überall schon sterben. Das ist halt mein Problem. Und ich bin ganz gut in Sterben. Aber ich möchte heute noch nicht sterben. Nein. Da. Hä, warte mal, wie geht's jetzt? Ach so. Ja, genau, das meine ich, dass man voll leicht sterben kann. Ach, warte mal. Nee, ich muss ja immer wieder nach da drüben. Ist schon ein bisschen verwirrend gerade hier. Ja, toll. Ist ja, ich brauche eigentlich schon gar nicht weitermachen. Mit einer Lebenszelle wird das nichts. Ich brauche nur noch einmal irgendwas berühren und dann ist aus. So, das muss gehen. Ja, ich wusste jetzt nicht gerade, wo ich hin soll. Aber wir haben hier gleich hier einen Checkpoint, eine Seelenverbindung. Es gab auch irgendwie eine Steam-Errungenschaft, dass man 50 mal die Seelenverbindung oder so benutzt. Deswegen muss ich auch immer so oft abspeichern. Na, man muss eigentlich so immer oft abspeichern, weil wenn man jetzt hier nach oben geht und irgendwo oben nicht abspeichert, dann darf man alles nochmal von vorne machen. Und das kann schon wirklich sehr, sehr nervig werden. So, jetzt aber hier stehen bleiben. Ah, ich kann hier keine Seelenverbindung machen. Das ist blöd. Also muss ich das hier schaffen. So, komm. Komm, Ori. Bekomme ich hier ein bisschen was? Das wäre voll schön. Ne, bekommen wir noch nicht. So, hoffentlich... hier. Ach, das kommt jetzt schon. Oh, verdammt. Das kommt ja jetzt schon. Ich könnte ruhig mal einen Splitter nochmal gebrauchen. Nur mal so. Ach, guck mal. Da haben wir noch was gefunden. Haben wir bisher... ne, wir haben nichts übersehen. Okay, ich dachte, das war's jetzt mit mir. Trotzdem würde ich gerne mal abspeichern. Das wäre sehr, sehr toll. So, wir haben ja... da, Splitter, komm her. Kannst du bitte herkommen? Okay. Lass uns zerstören und... boah, ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier unten lang? Achso, da kommen wir sowieso bei diesen großen raus. Dann können wir immer noch mal... zwei? Drei? Ach, wir können sogar drei machen. Das ist ja interessant. Drei zu machen hilft natürlich schon enorm weiter. Oh, jetzt kommt... okay, daran kann ich mich erinnern. Hier bin ich ein paar Mal gestorben, deswegen Seelenverbindung machen. Und man sieht auch immer, wo man rauskommt, daran, wo dann dieses... wo das dann ein bisschen hell wird. Wenn ich jetzt hier vorgehe, sieht man das da unten... ne, das sieht man doch gerade. Das hat man gerade doch nicht gesehen. So. Ja, man sieht das halt mit diesen Einsaugen. Das sieht man ganz gut. Kann ich bitte... okay, ich speichere lieber nochmal. Was ist das jetzt? Ach so. Ich verstehe. Wir müssen hier oben hin. Und dieser Baumstumpf ist ein besonderer. Denn der leitet die Geschosse, die Projektile, um. Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Und jetzt mal ganz kurz gucken. Ah, okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir lassen den hier unten reinschießen, dann schubst sich das Ding durch dieses Portal dort, weil dann kommt das Ding ja da oben an. Und dann wird es weitergeleitet, um da hinten den Baumstumpf zu zerstören. Wow, ist das klug. Ja, jetzt kommt nochmal so einer. Was wollen die denn jetzt von einem? Komme ich da hoch? Da komme ich sogar hoch. Warte mal, wo geht's denn jetzt lang? Ich glaube, ich sollte den erstmal runterschubsen. Hä, wo geht's denn jetzt hier überhaupt lang? Kann mir meiner sagen, wo es gerade überhaupt lang geht? Wenn ich da reingehe, komme ich da raus. Wenn ich... ach so, okay.
Und wofür war jetzt der andere? Ach, man hätte beide verwenden können. Ja, aber es geht ja auch mit einem. Von daher kann man das natürlich auch so machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Okay, man sieht schon wieder rechts eine lila Tür. Das heißt, wir müssen einen Boss besiegen. Ja, ist natürlich sehr klug. Ah, es ist wieder... Es ist so ein komisches Vieh hier. Das, du sollst uns nicht treffen. Nur ich darf dich treffen. So, man hat hier nicht so viel Spielraum. Von daher muss man ein bisschen aufpassen. Wo man hin... Was? Was hat mich jetzt getötet? Was hat mich denn jetzt bitte schön getötet? Okay. Ach so, der... Manchmal hinterlassen doch die Projektile von dem diese kleinen ekelhaften Pilze oder diese ekelhaften, was weiß ich, oder Pickel. Da ist doch so eine, manchmal so eine Pickel. Das hat mich, glaube ich, getötet. Ich glaube, sowas ist ihm erschienen. Aber er ist tot. Ah, das brauche ich. Und damit öffnet sich auch die Tür. Also ich hasse die Viecher. Die Viecher müssen zwar wir nachher noch benutzen, später, im Verlauf des Spiels. Wo sind wir? Wo sind wir? Ach, wir sind da. Warte, komm, da drauf springen, abspeichern kurz. Wir können nichts mehr weiterholen. Warte mal, ich möchte mal... Nee, warte, da möchte ich noch gar nicht hin. Ich muss erstmal hier drüben das ganze Zeug holen. So, so und so. Aber ich mag die Rätsel. Die Rätsel sind eventuell... Also es sind ja nicht so... Na, obwohl, es sind Rätsel. Ja, es sind Rätsel. Ich mag aber die Rätsel. Die Rätsel sind nicht so... leicht und das gefällt mir. Wir brauchen 4. 2 befinden sich hier. Wo kommen wir denn raus? Man weiß natürlich auch nie richtig, wo man rauskommt. Das ist auch so ein kleines Problem. Ernsthaft? Na, ich habe ja hier unten wenigstens gespeichert. Ansonsten wäre das sehr, sehr blöd gewesen. Komm, ich möchte das da haben, bitte. Okay, man hat das, glaube ich, gerade gehört, weil irgendwas draußen vorher lang gefahren ist. Hat man das gehört? Ich höre mir das nachher nochmal an. Ne, bei mir fahren irgendwie ständig irgendwelche LKWs durch. Ich wohne gleich an der Straße und das ist ein bisschen das Problem. Dass überall immer irgendwelche LKWs, die durchfahren müssen, weil die irgendwo bauen, was weiß ich. So, und hier kommen wir wo raus? Da kommen wir da raus. Ach so, hier ist die Tür. Also ist ein bisschen verwirrend, aber das ist, glaube ich, auch nur in diesem ersten Dungeon jetzt. Es gibt mehrere von den Dungeons. Ach, verdammt, wir bekommen jetzt schon diese Fähigkeit. Jetzt wird natürlich alles nochmal komplizierter. Tief aus dem Inneren dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rem war agil, er sprintete durch die Luft. Hör auf seine Stimme, denn er verbreitet die Weisheit. Weisheit, ja? Wirklich? So, gib mir mal deine Weisheit. Und ich habe das Hey-Listen vergessen. Weil Sane muss das ja auch sagen. Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du rechte Maustaste bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in der du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Das hört sich kompliziert an, aber das ist eigentlich ganz einfach. Wo der Pfeil hinzeigt, dort werden wir hingeschleudert und in die andere Richtung wird dann auch ein Geschoss, zum Beispiel von den Spinnen. Das wird, glaube ich, jetzt auch gleich gezeigt. Oder... zum Beispiel von diesen Viechern. Wir können uns jetzt nach oben schleudern lassen und das Ding fliegt nach unten. Also das ist schon sehr, sehr cool. Aber damit kann man halt auch relativ viele komplizierte Rätsel machen und da wird auch einiges kommen. Genauso wie hier. Wir können natürlich das hier auch und die Projektile fliegen dann nach unten. Ich glaube, das ist ganz einfach zu erklären. Aber so können wir uns gar nicht so richtig treffen lassen. Wir können natürlich jetzt die Projektile dazu benutzen, die Sachen zu zerstören. Ja, wie gesagt, es gibt schon einige Rätsel damit. Einige fiese Rätsel wird es damit auch schon geben. So, komm nochmal nach oben. Und ich glaube, das muss dadurch. Ja, das muss dadurch und das muss nochmal dadurch. Denn hier unten ist ein Fähigkeitsgefäß. Das habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Und nun, von diesen kleinen Viechern kann man, glaube ich, nicht die Projektile benutzen. Weil sie sind ein bisschen zu klein. So, Ginsebaum. Also, es ist wirklich sehr, sehr groß hier. Ein bisschen groß. Es ist ein Baum, okay, ist klar. Ah, drüben ist eine Energiezelle. Wir können natürlich jetzt auch das benutzen. Warte mal, kann ich das damit zerstören? Ach nee, warte mal.
Thank you.